Willkommen zurück zu einem neuen Vorstellungsvideo. Und zwar geht es heute um Northgard. Northgard ist ein Echtzeitstrategiespiel, was allerdings auch so ein bisschen Siedlercharakter hat. Also man kann hier auch schön wuseln. Und ich würde sagen, wir springen doch gleich mal rein. Ich habe das jetzt auch seit langem nicht mehr gespielt, also ja, quasi zur Beta mal angefangen, dann das Spiel gekauft, als es rauskam, und die Kampagne gespielt, und das war's dann auch. Ich würde auch sagen, wir gehen in den Geschichtenmodus rein. Ihr seht, ich habe die Kampagne bis zu Ende mal durchgespielt gehabt. Und wir fangen einfach mit der Geschichte nochmal an. Oh, hier stehen drei Akte. Aha. Interessant. Gut. Prolog. Ah, okay. So sind die Akte jetzt aufgeteilt. Alles klar. Gut, dann spielen wir doch mal den Prolog durch. I am Rig, son of the High King Hargurorf, and this is my saga. It all began one fateful day. My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest, and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. They were mercenaries led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered, I had no way to fight back, so I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. Okay, das ist die Geschichte zu Northgard. Also wir als König wurden quasi hintergangen. Und damit geht der Prolog zu Ende und wir starten mal in Kapitel 1. I had no strength left when I encountered a group of runaways of the Stag clan, led by a proud young man named Bran. Hagen's men had set his town aflame, and he had nothing left, not even his father, the clan's Jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, over which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. So, jetzt wollen wir das aber auch mal spielen. Oder müssen wir hier... Ah, hier können wir das Spiel starten. So, Exodus. Okay. Also, wir sind in eine weit entfernte Region entkommen. Jetzt müssen wir ein Küstengebiet finden, um nach Northgard zu segeln. Es gibt Bonusziele. Und hier haben wir Brand. Wir gehen mal auf Normal. Und haben hier die Zwischensequenzen und Dialoge, nehmen wir mit. Das haben wir gerade schon gesehen. Und dann schauen wir doch mal, wie das mit dem Spiel so funktioniert. Also wir kommen jetzt zum Hirschclan.
Schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen, Gebieter. Ich bin überrascht, wie schnell ihr genesen seid. Ihr seht hier auch, wir haben hier immer so kleine Zonen oder kleine Gebiete, die wir bewirtschaften und müssen uns dann an angrenzende Gebiete vorkämpfen. Wut scheint ein ausgezeichnetes Heilmittel zu sein. Wir haben allerdings genug Zeit verschwendet und sollten schleunigst Hagens Verfolgung aufnehmen. Stimmt, die Zeit drängt. Wir haben unser Lager weit entfernt vom Feind aufgeschlagen, sitzen jedoch in einer unbekannten Provinz am Rande eures Königreichs fest. Ich werde mich ihres Vertrauens würdig erweisen. Zwar will ich mich schnell an diesen Abschaum rächen, doch ihr Überleben geht vor. Das höre ich gern. Eure Besonnenheit ehrt euch. Zudem können wir uns nicht rächen, wenn wir vorher verhungern. Es gibt übrigens viele Mäuler zu stopfen, also lasst uns nach Nahrungsquellen suchen. Holz ist ebenfalls lebenswichtig als Heizstoff und Baumaterial. Außerdem müssen wir den Kontinent verlassen, um nach Northgard zu segeln. Um in See stechen zu können, müssen wir ein passendes Küstengebiet finden. Ihr habt verdammt recht, ich schlage vor, ihr befehligt einigen Dorfbewohnern ein Speerlager zu errichten. Macht sie dann zu Speeren, damit sie die Region erkunden können. Okay. Erste Schritte. Ihr befindet euch in einem sicheren, abgelegenen Gebiet. Euer Ziel besteht darin, die Grundbedürfnisse zum Überleben eures Clans zu decken. Nahrung, Holz und Haus. Macht Dorfbewohner zu Speer, damit sie die Region erkunden und euer Hoheitsgebiet durch die Besiedlung von nahen Gebieten erweitern können. Findet ein Küstengebiet, um zu einer Entdeckungsreise aufzubrechen. So, um ein Gebäude zu bauen, wählt den beliebigen Ort aus, um das zu platzieren. Da werden Dorfbewohner erschaffen im Gemeindehaus. Also, wir fangen erstmal an. Wir haben hier oben die Zufriedenheit. Die steigt, wenn wir Hoheitsgebiete haben oder andere Sachen bauen, und sinkt mit zunehmender Bevölkerung. Wir haben Nahrung, die produziert wird bzw. verbraucht wird. Das gleiche fürs Holz. Dann unsere Goldeinnahmen, die Bevölkerung und die Kriegsmeute. Okay. Gut, wir sollen Speer ausbilden. Wie machen wir das am sinnvollsten? Wir klicken mal auf einen Dorfbewohner. Da macht es das nicht. Das ist Brand. Den können wir hier so im Endeffekt befehligen. Dorfbewohner, die sammeln hier weiterhin Nahrung. Was haben wir hier oben? Das sind die Siegbedingungen. Das ist der Hirschclan, was wir an Boni haben als Anfang. Die Minimap, hier die Jahre mit den Monaten. Und ihr seht auch, wir sollten uns auf den Winter vorbereiten. Also wir haben hier mit Jahreszeiten zu tun. Man kann später Gebäude aufwerten. Und jetzt müssen wir auch mal schauen, was wir jetzt überhaupt machen. So, ah, hier können wir. Also wenn wir unser Haupthaus anklicken, können wir hier auf Bauen gehen. Und könnten hier ein Speerlager bauen, ein Haus, um mehr Clanmitglieder zu bekommen, eine Heilerhütte. Da können wir kranke Clanmitglieder heilen. Dann haben wir hier die Skaldenhalle. Die macht mehr Zufriedenheit. Wir können einen Holzfäller bauen, der hier das Holz aberntet. Mal hier hinsetzen. Da geht jetzt ein Arbeiter dahin, baut die Hütte aus. Genau. Hier unten sieht man auch, wie viele Gebäude man in diesem Gebiet bauen kann. Was gibt's noch? Eine Jagdhütte. Da brauchen wir Rehe. Felder. Um Bauern zu machen, brauchen wir ertragreiches Land. Nahrungssilo, um Nahrung zu speichern und höhere Nahrungskapazität zu haben. Hier haben wir nämlich 500 nur.
Und Militärausbildungslager, da können wir dann Militär rekrutieren und dann haben wir Langschiff-Dock. Euer Clan wächst nicht, er braucht mehr Haus. Die Holzfällerhütte hat jetzt hier keinen Holzfäller zugewiesen. Okay, weil alle irgendwie Nahrung sammeln. Deswegen werden wir hier mal noch ein Haus bauen. Es wird immer einer von den Dorfbewohnern zum Bau genommen, der gerade in der Nähe ist. Wir können auch später ein Festmahl organisieren, um mehr Zufriedenheit zu generieren. So, und mit dem Haus, sobald es fertig ist, wird hier unsere Bevölkerungskapazität erhöht. Alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier gleich Holzfäller bekommen. Oder muss ich da einen Dorfbewohner... Ah, den kann ich hier zuweisen. Okay. Dann geht er hier rein. Jetzt ist er Holzfäller. Das heißt, wir sammeln weniger Nahrung, aber er sammelt halt Holz. Das gleiche machen wir mal hier, weil da können zwei rein. Okay. Wir können jetzt bis zu 11... Bevölkerung haben. So, jetzt bauen wir mal das, was von uns verlangt wurde, auch, nämlich ein Speerlager. Das können wir mal hier unten hinbauen. Ja, man muss immer aufpassen, dass man genügend Spezialisten hat, aber auch noch genügend Leute, die eben Nahrung sammeln. Ihr seht, jetzt haben wir bloß einen Nahrungsüberschuss von 5. Mit jedem Dorfbewohner, der kommt, wird es aber wieder größer, weil die Dorfbewohner natürlich dann wieder Nahrung sammeln. So, wir müssen aber einen Dorfbewohner jetzt auch abstellen, um hier als Späher zu fungieren. Das seht ihr hier und er geht jetzt in angelegene... nahegelegene Gebiete, fängt an, die hier aufzudecken und danach können wir das Gebiet erkunden und erobern. Man kann hier auch wieder zwei Speer zum Beispiel reinschicken, um das etwas schneller zu machen. Werden wir jetzt auch gleich mal unternehmen. Es kommen ja immer mehr Dorfbewohner dazu, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit dann einfach... mehr Nahrung wieder zu kriegen. So, um euer Hoheitsgebiet zu erweitern, ist die Besiedelung des neuen Gebiets mit Hilfe von Nahrung erforderlich. Klickt auf das Gebiet und gebt Nahrung aus, um es zu besiedeln. Also man klickt hier drauf und wir brauchen 20 Nahrung, um das zu besiedeln. Jetzt dauert das ein bisschen und dann können wir das mitnehmen. Ihr seht, hier haben wir Holzmöglichkeit und Gebäude. Hier haben wir Gebäude. Wir können nicht ganz so viele Gebäude bauen, aber Weizen, ja, dieses fruchtbare Land, was wir quasi einnehmen können, um mehr Nahrung zu produzieren. So, das Land gehört jetzt auch uns. Ihr seht hier, die Grenzen unseres Gebietes haben sich erweitert. Unsere Späher werden weitere Gebiete aufdecken. In dem Gebiet zum Beispiel ist ein Wald. Das hat eine erhöhte Holzproduktion, das Gebiet. Aber wir wollen ja jetzt hier erstmal uns mit Nahrung mehr eindecken. Das heißt, wir werden jetzt hier so ein Feld bauen. Und ihr seht schon, hier kann man es gar nicht bauen. Hier können wir es bauen. So, Jahr 1. Wir sind mittlerweile im Oktober. Das heißt, bald kommt der Winter. Wir sollten uns dann auch vorbereiten, um die Sachen... oder um unser Gebiet winterfest zu machen. Gebieter, bei der Erkundung des Gebietes wurde eine verlassene Hütte entdeckt. Vielleicht sollten wir einen Späher auftragen, sie zu untersuchen. Es könnte ihm ja gelingen, Ressourcen zu erbeuten. Da habt ihr recht. Ehe er die Ruine erkunden kann, müssen wir das Gebiet jedoch besiedeln. Okay, das werden wir dann als nächstes machen. Ihr seht jetzt auch hier, hier kommt gar kein Dorfbewohner und baut, weil ihr müsst jetzt mal einen Dorfbewohner hier hinschicken zum Bauen. Die sind zu weit weg. Die bauen nur selbstständig, wenn sie in der Nähe dieser Gebäude stehen. Deswegen schicken wir jetzt einen hier hin. Und jetzt beginnt aber auch gleich der Winter. Und dann kann es gut sein, dass unsere Nahrungsproduktion nach unten geht. Müssen wir mal schauen, wie das so funktioniert.
Es wird kälter, bald bricht ein Winter ein. So ist es, mein Herr. Wir müssen damit rechnen, dass Nahrung knapper wird und unsere Leute mehr Feuerholz brauchen, um ihre Häuser warm zu halten. Unsere militärischen Einheiten wird die Kälte ebenfalls zusetzen. Das ist vielleicht nicht die beste Zeit zum Kämpfen. Okay, werden wir doch gleich mal sehen. So, der baut erstmal hier den Bauernhof. Weiß gar nicht, können eigentlich mehr Leute hier noch bauen? Keine Ahnung. So, die beiden setzen wir hier ein. Die können jetzt hier als Bauern arbeiten und die Felder bestellen. Ich glaube, im Winter haben die dann keine Arbeit mehr so richtig. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Weiß auch nicht, wie viel Dorfbewohner jetzt hier Nahrung sammeln können oder ob man sie hier dann irgendwann hinstellen müssen. Ich würde auch sagen, wir nehmen gleich noch ein Nahrungssilo, dass eben unsere Nahrung gleich mal hier schön verwaltet wird, die hier noch abbauen. So, und jetzt wird gleich der Winter aufbrechen. Hier oben seht ihr einen Totenkopf. Da sind Wölfe. Unsere Speer werden dadurch nicht angegriffen. Die können nur durch andere Spieler angegriffen werden. Aber die Wölfe müssen wir aufpassen, dass wir die schnellstmöglich besiegen. Dass wir hier keine Probleme haben mit unserer Bevölkerung. Das heißt, wir sollten dann auch irgendwann ein Soldatenlager errichten. So, Nahrungssilo ist auch abgeschlossen. Das braucht zum Beispiel auch keinerlei Arbeiter, sondern es wird halt direkt ins Nahrungssilo reingebracht, die Nahrung. Die bestellen sogar die Felder im Winter, aber ich glaube, sie produzieren langsamer. Okay, wir bräuchten dann auch wieder mal ein Haus. Ausbauen können wir ja noch nichts. Holzproduktion läuft erstmal, aber ich würde dann das Gebiet noch mit annehmen hier. Ihr seht auch, die Wölfe sind auch hier in dem Gebiet. Und Wölfe können immer in benachbarte Gebiete mit angreifen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wir sollten möglichst schon mal eine kleine Armee haben, bevor wir in diese Gebiete jetzt reingehen. Da Holz langsam knapp wird, wäre mein Vorschlag jetzt zunächst, das Ausbildungslager noch irgendwo mit hinzusetzen. Ja, am besten hier oben. Um dann... der baut das hier gleich noch mit, super. Um schon mal Soldaten zu rekrutieren. So, eure Nahrungsproduktion ist verringert. Gebieter, ein Speer hat ein Küstengebiet entdeckt, das für den Bau eines Hafens geeignet ist. Hervorragend, wir sollten die Gebiete bis zu dieser Karte besiedeln, damit unsere Bauarbeiter sie errichten und mit der Arbeit beginnen können. Okay. Ah, die beiden Speer arbeiten jetzt hier auch zusammen für dieses Gebiet. Also aufgedeckt ist es ziemlich schnell, die Karte. Besiedeln müssen wir sie dann bloß noch. Aber wir bauen erstmal hier das Ausbildungslager. So, was haben sie hier? Ein Sumpfgebiet. Erschwertes Bauen in dem Gebiet, okay. Hier sind auch wieder Wölfe drin. Ihr seht hier Angriffskraft, Resistenz und Lebenspunkte. Und das Ausbildungslager ist abgeschlossen. Im Ausbildungslager können wir Brand wieder anheuern oder einen Sammelpunkt aussetzen für unsere Soldaten. Und man könnte jetzt... Was war das? Ah, die wurden verletzt. Durch irgendwas... Irgendwer hat die verletzt beim Erkunden. Okay. Okay. Wir sollten, denke ich, jetzt erstmal neue Häuser auch mitbauen. Das geht hier noch eins. Ausbildungslager, noch ein Haus. So, der Winter ist vorbei. So, was hat uns jetzt hier verletzt? Keine Ahnung. So, unsere Speer haben jetzt nichts weiter zu tun, weil die ganze Karte ist aufgedeckt. Das bedeutet... Können wir die jetzt wieder zu
Bärlager. Könnten das Gebäude zerstören. Ne, wir lassen das erstmal so. So, ihr seht jetzt auch, jetzt kommt hier ein bisschen Wetter mit ins Spiel. Was die Sicht etwas hemmt. Ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen als nächstes hier zur Holzproduktion in das Gebiet erstmal rüber. Und dafür brauchen wir aber ein paar Soldaten. So. Es werden jetzt weitere Dorfbewohner ausgebildet, weil das Haus fertig ist. Und wir können jetzt mal so einen Dorfbewohner hier mit 30 Kröns zum Soldaten machen, sobald er die Nahrung abgegeben hat. Passt. So, machen wir ihn zum Soldaten. Er hat jetzt auch 10 Angriff, 5 Resistenz und 50 Lebenspunkte. Und wir nehmen mal unseren Brand noch mit. Und werden uns jetzt mal das Gebiet mit besiedeln. Und dann schauen, dass wir gegen die Wölfe hier ankommen. Also jetzt... So, das Gebiet ist unser. Wir gehen mal mit den beiden hier mit rein. Und hier in dem Gebiet können wir 3 Häuser bauen. Das heißt, wir bauen hier definitiv eine Holzfällerhütte. So, was haben wir denn hier? Produktivität verwundeter Clanmitglieder sinkt um 20%. Clanmitglieder ohne Beruf. Okay, ich schicke mal die Speer wieder zurück und ich glaube, hier kann ich die wieder zur Baustelle ohne Bauarbeiter, okay. Hier kann ich die wieder zu Dorfbewohnern machen und mal gucken, ob wir noch einen Dorfbewohner finden. Er soll hier mal die Holzfällerhütte errichten. Okay, was brauchen wir noch? Die beiden Gebiete sind voll. Hier können wir noch was errichten. Und zwar sollten wir jetzt vielleicht mal diese Heilerhütte noch errichten, um verwundete Dorfbewohner zu heilen. Gleich hier an die Grenze zu den 3 Gebieten. Und dann lasst es uns mal mit dem hier noch anbringen. Hier unten seht ihr auch, wie lange es noch dauert, bis der nächste Dorfbewohner kommt. Das dauert dann auch immer länger. Speerhütte brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr. Die können wir abreißen. Und wir werden hier noch eine weitere Hütte platzieren. Oder die Skaldenhalle. Komm, wir machen mal die Skaldenhalle. Dann seht ihr auch, wie die funktioniert. Okay. So. Ein Dorfbewohner soll jetzt hier Holz sammeln. Noch ein Dorfbewohner soll hier Holz sammeln. Dann haben wir hier die Heilerhütte. Und ihr seht, er wird jetzt Stück für Stück aufgeheilt. Wir können noch einen zweiten Heiler mit reinbauen. Die sammeln übrigens dann Nahrung, wenn sie keinen mehr heilen müssen. Dann haben wir noch die Skaldenhütte. Ihr seht, Nahrung müssen wir dann gucken, dass wir weitere Nahrung sammeln können. Demnächst. Skaldenhütte ist jetzt auch fertig, kann der mal rein und kann sie uns hier ein bisschen mit Ruhm und Zufriedenheit bescheren. Und noch einen zweiten mit rein, das passt. Dorfbewohner werden auch immer mehr, okay. So, wir gehen mal hier weiter, besiedeln das Gebiet. Hier haben wir, können noch ein Gebäude hier errichten. Dann würde ich sagen, wir bauen hier gleich mal... Oh, noch eine Holzfällerhütte bauen. Ach, das geht nicht. Okay. Dann bauen wir hier doch nochmal ein Haus. Gucken, dass wir nicht zu viel Wald wegnehmen. So, du baust das Haus. Passt. So, das haben wir hier auch eingenommen. Ah, und jetzt brauchen wir hier einen Speer, um das... Okay, dann brauchen wir doch noch wieder ein Speerlager. Bauen wir es doch gleich hier oben hin. Mit einem weiteren Dorfbewohner. Die haben sogar alle ihren Namen, ne? Genau, jeder heißt hier individuell. Das ist auch schön. So. Was macht sie? Sie sammelt Nahrung. Okay.
Gut. Wir brauchen dann bloß noch einen Speer, der soll halt die Ruine hier unterkriegen. So. Ja, du arbeitest als Speer und untersuchst mal diese Ruine. Mal sehen, was passiert, wenn der fertig ist. Ansonsten, was können wir hier oben noch bauen? Wir haben sehr gute Zufriedenheit. Nahrung wäre noch nicht schlecht. Mal noch so ein Nahrungssilo hinbauen. Aber eigentlich reicht das eine hier. Weil das ist nur durch spezialisierte Arbeiter. Also das macht keinen Sinn, das hier hinzubauen. Wer ist das? Achso, das ist einer der Heiler. Okay. Dann werden wir das Gebiet mal besiedeln. Können wir nicht, weil da noch zwei Wölfe sind. Also müssen wir jetzt hier mal kämpfen. Mit unseren Einheiten. Sehr schön. Und können jetzt das Gebiet hier auch mit besiedeln. Zufriedenheit ist von hoher Bedeutung. Lasst sie nicht zu, dass sie unter Null fällt. Ansonsten kriegen wir keine Dorfbewohner mehr. So, der Krieger wird jetzt Stück für Stück geheilt. Wir haben das Gebiet mit erobert. Er ist immer noch am Untersuchen. Und hier können wir jetzt auch eine Jagdhütte bauen. Und bauen gleich noch ein Silo mit dazu, dass hier die Jagdhütte effizienter wird. Sehr schön. Wir brauchen mal wieder Dorfbewohner, die das hier aufbauen. Da wir zwei Jäger dann haben, können wir auch zwei hier zum Bauen setzen, die dann gleich einsetzen. Er hat das gleich hier erfüllt. Sehr gut. 100 Holz und 100 Kronz haben wir bekommen dadurch. Dann stellen wir den Speer gleich mal hier mit hin. Hier oben können wir noch zwei weitere Gebäude errichten. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ein Haus. Ja, und es wird wichtig, dass wir hier Nahrung sammeln. Wir sind nämlich knapp wieder vor dem Winter. Die Jagdhütte ist gleich fertig. Sehr gut. Ja, schon mal ein Jäger da drin. Und sobald das Nahrungssilo fertig ist, holen wir uns auch noch den zweiten als Jäger. Das passt ganz gut. So, ich würde auch vorschlagen, wir nehmen jetzt, hier haben wir noch einen Dorfbewohner mit als Krieger. Würde jetzt zur Kriegerin. Ne, die Krieger sind immer männlich, okay. So, da haben wir schon mal ein Militär von zwei Einheiten noch mit. Ah, Gebäudeinstandhaltung kostet was und das Gemeindehaus bringt nur plus 3, okay. Das heißt, wir müssen dann später auch mal gucken, wie wir an mehr Kronz kommen. Okay. Das Militär setzen wir schon mal hier hin. Weil wir wollen jetzt gleich diesen Bau hier zerstören. Und dazu müssen wir die drei Wölfe vernichten. Dann wird der Bau zerstört, sobald wir das besiedelt haben. So, das dauert übrigens auch immer länger, bis die Dorfbewohner erzeugt werden, je größer eure Siedlung ist. Wie kann man am besten Kronz generieren? Wahrscheinlich hier im Tutorial noch nicht. Was war das mit dem Festmahl? Gewährt plus 2 und ein Bonus von 20% auf die gesamte Produktion. Okay. Gut, aber bisher sieht es ganz gut aus. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal hier rein und werden jetzt die Wölfe angreifen. Sobald man das Gebiet betritt, werden die quasi aktiv. Das hat gut funktioniert. Dann nehmen wir das Gebiet gleich mal ein und das Gebiet nehmen wir auch gleich noch ein.
Und ihr seht, sobald wir das Gebiet einnehmen, bricht hier dieser Dings zusammen und wir erhalten hier Ressourcen dafür. So, der Speer soll sich jetzt mal darum kümmern, dieses Haus hier zu bestellen, um zu untersuchen, was denn hier so möglich ist. Hier kommen jetzt auch keine Wölfe mehr raus. So, hier haben wir noch einen Wolf, den wir angreifen können. Das passt. Nehmen wir das Gebiet gleich noch mit ein. Na, jetzt geht die Expansion schon ziemlich schnell voran. Müssen aber jetzt auf unsere Nahrung Acht geben. Haben allerdings auch nichts mehr, wo man zusätzlich Nahrung anbauen kann. Also ein bisschen sparen und über den Winter drüber kommen. Was man machen könnte, wäre, ich weiß nicht, ob das produktiver ist, wenn wir mehr Heilerhütten erbauen, weil die ja auch Nahrung sammeln, aber ich glaube, die sind nicht schneller im Nahrung sammeln als normale Dorfbewohner. Würde ich jetzt mal nennen. In ihrer freien Zeit sammeln sie außerdem Nahrung. Ja, okay. Das weiß ich nicht. Vielleicht weiß das einer von euch. So. 24 Nahrung kriegen wir dazu. Hier brauchen wir 330. Der erkundet hier weiter und für das brauchen wir auch 330. Also es ist unabhängig wahrscheinlich davon, welches Gebiet wir besiedeln, sondern eher abhängig davon, wie viele Gebiete wir schon haben. Weitere Dorfbewohner werden erzeugt. Und die Hausruine bringt uns 100 Holz und 100 Gronz ein. Das ist sehr gut. Der Speer kann mal wieder zu einem Dorfbewohner werden, dass er hier was Sinnvolles macht. Und wir wollen hier... Obwohl, nee, der Speer soll mal hierher gehen. Wir werden das Gebiet gleich einnehmen, dann kann er das noch erkunden. Und zack. So, und dann müssen wir noch warten, bis wir das letzte Gebiet hier einnehmen können. Und ich denke, dann haben wir das schon erreicht. Es gab doch hier Zusatzboni. Ah, die kann man hier nachgucken, ne? Hausruine erkunden. Errichtet den Langschiffdock vor dem dritten Jahr. Okay, das haben wir jetzt nicht geschafft, weil wir uns Zeit gelassen haben und erreicht Nahrung. Die habe ich schon abgeschlossen gehabt. Das kann man wahrscheinlich auch nicht ersetzen. Oder wieder resetten. Aber sei es drum. Er erkundet jetzt hier das letzte von denen. Wir haben übrigens auch nur zwei Krieger, die wir erschaffen können. Ansonsten muss man dann hier entweder später das Ausbildungslager erweitern durch dieses Aufwerten. Das geht aber erst, wenn wir auch Stein abbauen können. Das geht jetzt im Tutorial noch nicht. Oder, das Sammelpunkt gab es früher auch nicht. Oder man kann eben dann die... Ein neues Ausbildungslager bauen. Wir können hier auch Gebiete entwickeln. Kostet 100 Gronz und dann kann man hier mehr Häuser quasi drauf bauen auf dieses Gebiet. Aber wir haben genügend Gebiete, die noch Platz haben. Hier wäre noch ein Haus möglich, hier noch eins und hier haben wir ja noch gar nichts gebaut auf diesen Gebieten. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt auch nicht großartig mehr bauen, sondern wir nehmen jetzt als nächstes das Gebiet für die 430 Nahrung noch ein. Und dann sollte das passen. Nächste Dorfbewohner, wie lange braucht das? 60 Tage mittlerweile schon, bis ein Dorfbewohner rauskommt. Die sammeln hier auch fleißig weiter Nahrung. Das läuft alles von der Wirtschaft her. Unsere Zufriedenheit ist in Ordnung. Wird mit der Bevölkerung langsam aber sicher nach unten gehen. Da müssten wir dann ein neues Skald-Gebäude wieder bauen. So, und er hat jetzt hier das erobert. Gibt nochmal 175 Holz und Gold. Der Kronz soll jetzt mal zum Dorfbewohner auch werden, dass er mit Nahrung sammelt.
und wir können jetzt gleich oben das Gebäude errichten. Die Fläche hier besiedeln. So. Das passt. Jetzt wird es natürlich wieder wichtig, Nahrung für den Winter zu sammeln. Seht, Bauern und Jäger produzieren fast gleichzeitig oder gleich viel. Gehen schon mal hier rein. Und wir sollen jetzt hier so einen Hafen bauen. Nehmen wir uns doch mal einen der Dorfbewohner. Schicken den hier hoch. Und bauen jetzt hier einen Hafen hin. Das Langschiffdock. Seefahrer erbeuten bei Raubzügen Kronz Wissen und Ruhm. Oder Ruhm. Errichtet einen Leuchtturm, um Hauptverkehrsrouten zu erschließen. Okay, also hier mit dem Langschiffdock haben wir zumindest schon mal eine Möglichkeit, Kronz zu erbeuten. Aber die gibt es doch bestimmt auch mit anderen Möglichkeiten, außer nur die Ruinen, ne? Würde ich sagen, dass es da irgendwann die Möglichkeit gibt, Kronz regelmäßig herzustellen. Doch wahr. So, und ich denke, sobald wir dieses Langschiff-Dock hier oben errichtet haben, sollten wir die Mission gewonnen haben. Genug Nahrung für den Winter holen wir uns jetzt gerade. Holz haben wir auch schon in Hülle und Fülle. Nahrung können wir 1100 aufbewahren mittlerweile. Und unsere Clangröße wird auch immer höher. Wir könnten bald wieder ein neues Haus bauen, dass wir noch mehr Bevölkerung haben können. Aber ich denke, es ist nicht mehr notwendig in dieser Mission. So, und das Langschiff-Dock ist gleich fertiggestellt. Sie kann dann hier noch ein Haus bauen, wenn sie fertig ist. Aber das brauchen wir nicht mehr. Okay. Endlich, eure Anstrengungen ist es zu verdanken, und da haben sie schon ausgeblendet. Lichtet die Anker, stolze Wikinger. Wir sind bereit, nach Northgard zu segeln. Euer Ende naht, Hagen. Und damit haben wir die erste Mission erfolgreich abgeschlossen. So. Das wäre diese Mission. Nummer 2 wäre die Entdeckung. Ich hoffe, euch hat die Folge Northgard, die Spielvorstellung, gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr die Kampagne zu Ende gespielt haben wollt. Dann kann ich das irgendwie mal mit einbauen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal und der nächsten Spielvorstellung wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.